Guten Morgen, Mr. Fer Moment, falsches Spiel. Aber zumindest die Idee eines Spions ist nicht verkehrt. Aber pst, es ist top secret. Top Secret von Holger Germann ist ein Text-Grafik-Adventure, also ein Text-Adventure mit Illustrationen für die einzelnen Räume oder einzelnen Standorte, könnte man auch sagen, Situationen. Der Auftrag ist es, eine Aufzeichnung aus einem Haus herauszuholen, die ein, naja, jetzt ist es halt eher ein Ex-Kollege, die er halt eben mit Hilfe einer Mini-Videokamera dort machen konnte. Gibt nur ein einziges Problem. Alle anderen Kollegen, die vor dem Spieler jemals in dieses Haus eingetreten sind, die sind entweder verschütt gegangen und wurden dann erst später dann gefunden, als sie dann auch schon den Löffel abgegeben hatten. Oder die Kollegen haben halt nichts gefunden. Die Aufgabe ist also klar. Rein, Videokassette rausholen und wieder abhauen, ne? Klingt einfacher als es ist. Nicht nur, weil der Parser nicht ganz ausgereift ist. Ich mein, der Parser ist eigentlich nicht allzu doof konzeptioniert, weil er die Richtungen schon nach einem Buchstaben erkennt, die meisten Verben, nach genug individuellen Buchstaben dann identifizieren kann. Das Problem ist allerdings, dass zwei Verben existieren, die das Spiel dann zum Absturz bringen. Man darf also nie ein Verb mit A beginnen und auch keins mit dem Buchstabenkombination E, I. Das Spiel hat nur am Anfang Musik. Die meiste Zeit bewegt man sich durch absolute Stille. Mein größter persönlicher Kritikpunkt, der liegt in den Ladezeiten. Auch wenn man das jetzt in dem Video nicht so merkt, aber das Spiel ist auf zwei Diskettenseiten verteilt und dann wird jedes einzelne Bild, also auch wenn nur was sich geändert hat, wird jedes Bild ganz frisch eingeladen und verweilt dann meist auch nicht allzu lang im Arbeitsspeicher. Dann kommt schon das nächste vor der Diskette. Ist halbwegs handelbar, wenn man auf dem Emulator spielt, aber beim realen 64er wird das der Horror. Naja, und es fühlt sich halt alles sehr eingeengt an. Der Ablauf ist halt eben zu 100% linear vorgeplant und Abweichungen, die können nur absolut minimal sein. Also alles in allem kein Glanzlicht der Adventure-Welt, wenn man ganz ehrlich ist. Aber den Anspruch darauf, dass es das Glanzlicht ist, den hat das Spiel wahrscheinlich auch gar nicht. So, in zwei Wochen, da geht's mal wieder zurück ins Wirtschaftssimulationsgenre. Dann geht's um ein Spiel, das sich quasi hätte nahtlos an Funny Cars anschließen können. Warum? Naja, das Spiel heißt Werkstatt und es geht halt eben um Gebrauchtwagen und Werkstattarbeiten.